Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Ziehen wir uns mal um. Bitte triff deine Entscheidung, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Genau, jetzt können wir uns hier noch ein Gesicht aussuchen. Oder? Nehmen wir mal das. Das sieht doch ganz hübsch aus. So. Was nehmen wir denn für einen Haarschnitt? Können wir dann die Haarfarbe noch auswählen? Fukuhila passt ganz gut hier ins Gebiet. Auch noch kommen wir hier den militärischen, mehr oder weniger. Obwohl. Ja, komm. Das. So, was haben wir denn hier schönes? Ein paar Flanellhemden oder Tanktops? Nehmen wir mal hier so ein dreckiges Tanktop. Und da hätten wir verschiedene. Ich glaube, ich nehme die Camo. Luftbedeckung. Ah, ja, gut. Komm noch. Nette Kappe mitnehmen. Und ein paar Bandagen. Nehmen wir die Skeletthände. Dann können wir denen auch ordentlich Angst machen, den Gegnern. Schauen wir, was Dutch für uns hat. Aber gut, dass der Klamotten unsere Größe hat. Was haben wir da? Bitte, ist da jemand? Die Peggy sind hier einmarschiert, wie eine Armee. Wir haben Leute in Lastwagen verlangt, unsere Lebensmittel gestohlen und dann wurde überall geschossen. Menschen sterben. Bitte, helft uns doch. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Bitte, ich flehe euch an, wenn ihr eine Waffe habt. Kommt nach vorne. Sie werden uns alle töten. Wenn irgendjemand das hört, Pastor Jerome und ich werden tun, was wir können. Lebendig, mit Eden geht uns nicht. Ja, zumindest ein paar, die sich noch wehren. Ja, ich frage mich halt, wie das ist, ob der irgendwelche hypnotischen Fähigkeiten hat. Also es war ja, Nancy war ja auf einmal auch dann total auf seiner Seite. Irgendwas muss das ja ausgelöst haben. Ein Brief von Hope County Chronicle. Lieber Mr. Roosevelt, ich würde Sie gern zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser zu interviewen. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können diese kreidebleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope County Chronicle. Naja, klar. Direkt hier ein Zeitungsartikel im Sinn. Ein Brief an Dutch. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass Sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anne hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viele das bedeutet und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Es ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist eine der besten. Beschränke doch die Prepping-Aktivität auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne macht sie nur Angst. Wir sprechen uns bald. Robbie. Ja, Homeschooling ist gar keine so gute Idee. Weil dann kriegst du halt eben nur die
Ansichten deiner Eltern oder halt des Lehrers zu Hause eingetrichtert. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Das ist doch nett. Scheinbar können wir das doch so ein bisschen abbrechen. Hier haben wir eine ganze Menge Zeug zu lesen. Faith, die Sirene. Keiner weiß, wie der Verwandtschaftsgrad aussieht und anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Hennebar River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer dieser hirnlosen Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit der Sekte übernehmen. Das ist dann wohl die Familie. John Seed, der Täufer. Der jüngste der Gebrüder Seed ist womöglich auch der sadistischste. Ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern und beichten und büßen. Das sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied bei Eden's Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Oh. Jacob Seed, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed ist für eine Ausbildung ihrer Miliz oben in Whitetail Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Judges genannt wird. Und Joseph Seed, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer der Sekte namens Project at Eden's Gate. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art modernen Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seinen Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht mehr alle. Naja, danke schön. Karte mitgenommen. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Das haben wir schon mitgekriegt. Da hinten kommen wir irgendwie noch nicht weiter, wie es aussieht. Oder so, vielleicht können wir hier rüber. Ja, guck mal. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung eines Gerichts zwei Nächte im Gefängnis, nachdem er für seinen Rechtsschritt Regenwasser in einer Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roosevelt hat dieses Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs Eklatanteste die geltenden Rechte von Montana gebrochen, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Das noch irgendwas zu tun hat? Da jemand angerufen? Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen.
Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. Oh, Boomer. War das nicht auch der Hund bei Independence Day? Ich erinnere mich da noch an eine Folge vom Nostalgia Critic. Boomer will live. Kling. So, gib mal das Zeug hier. Toiletten aber auch, sehr schön. Aber dann schaffen wir uns echt mal langsam raus. Mal gucken, eine Schaufel. Waffenrad. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit der Maustaste aus und lasse Q los oder drücke linke Maustaste, um deine Auswahl zu bestätigen. Oben findest du Waffen und Seitenwaffen, unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Scrolle mit dem Mausrad durch die verfügbaren Optionen. Können halt so oder halt eben so. Da war am Anfang auch die Möglichkeit, das einzustellen, ob das halt wirklich ein Rad wird oder halt eben sowas. Ich glaube, das passt da eigentlich ganz gut. Dann laden wir dich mal durch. Sonst ist hier erstmal nix. Ah ja, genau. Bitte die Seife fallen lassen. Ja, ich glaube, ich lasse die Schaufel. Lieber Schaufel als Rohr. Du hast dich aber hier ordentlich versteckt. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf diese Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Na gut. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Alles klar. So, haben wir jetzt hier irgendwo eine Karte? Jawohl, wir haben eine Karte. Mhm. Das ist jetzt aber auch erst Dutchs Region. Mal gucken, wie viel wir dann hier noch haben später. Ja, dann gehen wir mal Richtung Süden und gucken, ob wir da irgendwas zerlegen können. Da ist doch ein Ausrufezeichen. Ist das hier so ein Außenposten? Okay, freie Zivilisten, um Widerstandspunkte zu erhalten. Nett. Die sollten besser keine Dummheiten machen. Warum halten wir diese Leute überhaupt fest? Rede, Sünder! Ich glaube, ich hau die mal kurz um, ne? Sag uns lieber, was du weißt, Sünder! Wie lange müssen wir noch auf sie aufpassen? So. Böses Mädel. Willen des Vaters widersetzt sich. Klappe.
So, gib mal die Waffe her. Bitte, du musst mir helfen. Ja, warte mal. Machen wir auch noch. Jetzt wird erstmal geplündert. Wuffgeschosse. Rüst die Wuffgeschosse über das Waffenrad aus, indem du Q drückst und halte es mit und es anwählst. Drücke mittlere Maustaste oder das Mausrad, um es zu werfen. Okay, abkochen halt. Schon mal laufen lassen oder halt. Ja, das halt. Ich den Helden spielen, aber komm schon. Ja. Du hast mir den Arsch gerettet. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Okay. Versunkene Schätze haben wir noch. Ja, wir werden hier wieder einiges zu tun haben. Du hast ein bisschen Fleisch hier gesammelt. Warum nicht? Ih, da ist Matsch drauf. Die möchte ich nicht mehr anfassen, die Waffe. Das war zu knapp. Danke. Naja. Passt schon. So, da hinten geht's wohl weiter, wie es aussieht. Dann schauen wir uns das mal an. Na, hallöchen. Klappernotiz. Hey Mike, wir wollen in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen. Also überlasse ich das dir, Garrett. Ich glaube, dann schauen wir uns das doch mal an. Ein Weg ins Bootshaus. Was ist das? Jungspund, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den niemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Okay, aber ich glaube, ich soll da nicht allzu lange drin rumschwimmen. Können wir da... Jawohl. Cool. So, im Suchgebiet, da sollen wir rein. So, dankeschön. Ein bisschen Geld noch mitgenommen. Vielleicht finden wir den Typ. Ist der vielleicht untergegangen? Oder hier drinnen verstorben? Oder vielleicht da oben irgendwo? Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall wieder aufs Dach raus. Das da hinten sieht doch interessant aus. Ein Gehäuse. Mhm. Na, guck mal, das habe ich ja noch gar nicht mitgenommen. Will ich mal gucken, ob der vielleicht da hinten abgeblieben ist. Hallihallo. Scheinbar nicht so. Ah, wahrscheinlich unten reintauchen. Kommt mir jetzt gerade mal spontan die Idee. Oh, guck mal, da fliegt Zeug rum. Angeln kann man auch noch. Habe ich mal festgestellt. Aber noch nicht ausprobiert. So, Notstrom bitte. Mal aufmachen. Ein mit dem Paddel.
So, und jetzt können wir da auch in den Bunker, wie es scheint. Also schnell nochmal zurück. Ich dachte, das wird abgepumpt hier. Ah, hiermit wahrscheinlich. So ein Druck da drauf. Ja, gut. Aber auch realistisch gemacht, dass es nicht direkt wächst, sondern halt wirklich langsam abfließt, das Wasser. Gefällt mir echt gut bisher, das Spiel. Weg. Okay, nett. Prepperschatz. Kundas versteckt. Das ist gut. Herstellung. Stelle Molotov-Cocktails her. Halte Q gedrückt, blablabla, und dann Rechtsklick herstellen. Alles klar. Machen wir dann auch gleich mal, aber erstmal wird hier Geld gesammelt. Hat sich gelohnt. Oh, ein Bogen. Achso, können wir aber nur die Hauptwaffe austauschen gegen. Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, hat er auch in den vorherigen Teilen schon gute Dienste geleistet. Mal schauen, was wir damit noch alles ausschalten können. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich hier mal fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.